Hallo liebe Campingfreunde, herzlich willkommen auf Lebenszeit TV. Heute wieder zu Gast bei PGS Freizeitmobile im Baunatal, eurem Händler für Kabe, Adria und Affinity. Und ich will gar nicht lange rummehren, was wir uns heute anschauen, das würde ich sagen, nach dem Intro geht's los. Schön, dass ihr dabei seid. Und das Schmuckstück hier schauen wir uns heute an. Der Imperial i860 LQB. Drei Achsen, schön lang, hat viel zu bieten. Und was genau, würde ich sagen, ich verschwinde hinter die Kamera und dann gucken wir mal ein bisschen genauer hin. So, und dann starten wir hier natürlich, sieht man schon, Mercedes, ne? Die Grundbasis der Sprinter. Und hier die Beleuchtung, also High-End, schön, alles LED, nur vom Feinsten. Der Grill hier auch schön im Kabelschriftzug. Die Front sehr gelungen bei den großen Autos. Und oben sieht man dann auch gleich da das Travel Master und da das Kabel. Alles schön in 3D-Buchstaben. Kommen wir zur Seite hier, die Kabel-Alufelgen. Und bei dem Geschoss fahrt ihr auf 225 75 R16, damit man auch sieht, womit das zu tun habt, hier mit den Busspiegeln. Das ist sehr schön. Dann habt ihr hier eure Tür und die elektrische Eintrittsstufe, hier daneben euren Diesel-Einfüllstutzen für die Klappe, sehr schön gelöst hier. Seht ihr schon, das machen wir auch mal mit einer Hand, immer nicht so einfach. Aber ich will euch hier alles zeigen. Hier habt ihr das ganze Thema Versorgung. Und wenn man die Schläuche hier mal beiseite nimmt, dann habt ihr hier die schöne lange Schublade, die man vom Kabel kennt. Da könnt ihr eure nassen Ski oder sonst irgendwas reinmachen. Gut gelöst. So, zack, das weg. Klappe zu und Affe tot. Dann hier euer Frischwassereinfüllstutzen. Dann kommen wir zu der Klappe hier unten. Da habt ihr auch richtig Platz. Ja, schwer begeistert. Was haben wir denn hier? Das sieht nach Euroboxen aus. Und gucke einmal da. Es sind Euroboxen. Das ist gut. Und damit euch hier nichts einfriert, da sieht man schon wieder Teile der alten Heizung. Ja, sehr schön. So, dann eins höher. Euer Gaskasten hier mit dem Karussell. Das schraubt man einmal los. So, und dann könnt ihr hier ganz bequem eure Flaschen einladen. 2 × 11 Kilo. Das ist gut. Hier in dem Fall natürlich mit der Dual-Control mit Crash-Sensor und Gasfilter. Das volle Programm, da braucht ihr euch keinen Kopf mehr machen. Da schaltet dann um, wenn eine Buddel leer ist. Dann haben wir hier die Zwillingsachse, dann hier die Rahmenfenster, wie man das von Kabel kennt. Und hier, wer sich mit der Marke mal auseinandergesetzt hat, der weiß, hier ist nichts geklebt, das ist tatsächlich gedruckt. Also sehr hochwertig. Der Kamin eurer alte Gasheizung. Warmwasserheizung natürlich hier mit Gas betrieben, euer Landstromanschluss und dann gucken wir mal, was die Heckgarage so zu bieten hat. Jede Menge. Ihr seht schon mal hier den Verschlussmechanismus, eure Außendusche soll ja hier nicht fehlen. Dann gucken wir mal hier, da seht ihr schon, Rohre der Alderheizung, damit euch die Türen auch ja nicht einfrieren und jede Menge Zubehör, Kästen, Fächer. Eure Unterfahrkeile, hier noch jede Menge Fächer. Euer Spannungswandler von Dometic. Hier habt ihr noch mal ein schönes Fach. Wir wollen ja auch überall reingucken, gell? Hier das große Fach, dann nehmen wir mal kurz die Außendusche für weg, damit wir hier reingucken können. Da habt ihr eure alte 3030 Plus.
mit all möglichen Zugängen. Sehr service- und wartungsfreundlich. Hier unten nochmal Zugang. Da unten habt ihr noch ein Fach. Was da drüben ist, gucken wir dann gleich. Dann seht ihr hier schön Schienen auf beiden Seiten. Ihr seht, also es gibt eine Menge dazu. Hier der rausnehmbare Teppich. Ja, also so, gucken wir uns mal das Heck an. Das schön anmutig, wie man das von Kabe kennt. Der Kabe-Schriftzug hier, wer es noch nicht weiß, fungiert als dritte Bremsleuchte. Darüber die Rückfahrkamera, rechts und links die Begrenzungsleuchten. Unten schön der Imperial-Schriftzug. Das Heck gefällt mir richtig gut. Schön aufgeräumt, sauber. Kann man noch vielleicht einen schönen Aufkleber hinmachen. So Lebenszeit-TV, das macht sich doch gut da hinten, oder? Wirkt vielleicht ein bisschen protzig, oder? Nein, ist in der Tat ein schönes Auto, aber so, lange Rede, kurzer Unsinn. Dann haben wir hier, natürlich hier zum Verzurren, dann habt ihr einmal 230, zweimal 230, 12 Volt, hier nochmal zwei Fächer, hier auch nochmal richtig schön Platz. Und dann gucken wir natürlich hier euer Batterietrennschalter. Was haben wir da drunter? Hier können wir wenigstens mal gucken, ja. Ja, dann schauen wir hier auch mal rein. Ihr habt da eure Batterie und die ganze Elektronik. Schön aufgeräumt alles. So, dann, was haben wir hier? FI-Schutzschalter und auch nochmal Platz. So, und selbst hier schön die Garagenbeleuchtung. Das gefällt mir gut. So, die Türen hinten beide gleich groß. Dann habt ihr euren TV-Außenanschluss mit 230 Volt, 12 Volt und der Signaleinspeisung. Hier Ein- und Ausgänge für euren Absorberkühlschrank, eure Außenleuchte mit Bewegungsmelder darüber, die, ich nenne es mal Vorzeltleuchte, unter der Thule Omnistore. Sieht sehr schick aus, passt gut. Und natürlich in der Preisklasse. Gasaußenanschluss darf nicht fehlen. Und dann gucken wir mal, was wir hier versteckt haben. Zack. Ah, hier haben wir nochmal. Hier kann noch Kleinkram hin. Und hier nochmal eine Schublade mit Euroboxen. Auch zwei Stück. Also Stauraum ohne Ende. Und natürlich auch hier die Zuleitung der alten Heizung, damit euch nichts einfriert. Ihr wisst, oder wer es nicht weiß, Kabe wirbt mit seinem Thermokanal. Die Fahrzeuge sind isoliert von minus 50 bis plus 50 Grad, was dann irgendwo auch den Preis erklärt. Hier mal die Seitenfront. So. Sehr schön. Sind wir wieder vorne angekommen und würde ich sagen, geht's mal zur Aufbautür. So. Ja, die Kabeltür, unspektakulär. Hier ein kleines Krüngelfach. Hier könnt ihr euren Schlüssel reinlegen. Ihr habt das wirklich breite Fenster, eine Aufbautür, euer Verdunklungsplissé. Ihr habt da den Griff zum Öffnen und hier dann zum Verriegeln. Ein schön verchromter Griff. Das geht in Ordnung. Hier hätte man vielleicht noch ein bisschen Leder oder so drüber spannen können in der Preisklasse. Finde ich, aber das ist subjektiv. Eure elektrische Thule-Eintrittsstufe. So, und dann kommen wir hier schon rein in den Einstieg. Sehr schön. Auch hier gegen die nassen Schuhe. Und dann gucken wir mal gleich hier im Eingang, wenn wir hier sind, setzen wir uns mal ein. Hier habt ihr nochmal ein kleines Krüngelfach. Der Einstiegsgriff. Schalter für die elektrische Trittstufe. Hier ist so ein Eingangslicht. Dann leuchtet nicht nur der Griff, sondern auch da oben, wo ihr jetzt den Schlüssel hängen seht, neben dem Spiegel. Und noch 1, 2, 3, 4 anderen Fächern. Und was man natürlich nicht vergessen darf, das Fliegengitter gegen die Plagegeister. Ach, noch ein bisschen jungfräulich. Dann machen wir mal zu und starten innen. So, und dann haben wir hier, gucken wir gleich mal los, das Bedienpanel von Kabe, zusammen entwickelt mit Dometic.
gibt es genügend Videos, wo euch das erklärt wird. Ich meine, der Camper-Tobi hätte da auch mal ein tolles gemacht. Oder schaut mal bei German Television. Das ist der Kabelcrack überhaupt. Ich habe hier mal, ihr seht schon, die volle Beleuchtung angemacht. Hubet kann ich euch auch zeigen. Machen wir dann. Und dann kommen wir jetzt erstmal vor in den Fahrerraum. Hier sieht man natürlich die Gene des Mercedes Sprinter. Hier schön. Also Platz habt ihr ohne Ende bei den Sitzen. Hier schön die Griffe auf zu für eure Scheibe. Hier habt ihr dann das, die Verdunklung für das Fahrerfenster. So. Da vorne für das Seitenfenster. Das ist sehr gut. Hier können wir mal aufmachen. Das seht ihr schon, geht automatisch dann die Trittstufe raus. Da unten habt ihr nochmal schön beleuchtet. Hier geht gerade nicht auf. Ja, sehr schön. So, auch hier seht ihr schon, schön belüftet. Alles so gegen die typischen Kältebrücken. Hier haben wir noch einen Schalter. Ich kann gerade nicht sehen, wofür es ist. Auto oben. Ach, das ist die Trittstufe, genau. Hier ist Türverriegelung und Spiegeleinstellung. Hier habt ihr dann die ganze Lichtsteuerung, die elektrische Handbremse. Und wer sich fragt, wofür diese Knöpfe hier sind. Es gibt Thermomatten, die man hier unten reinklickt. Denn hier unten ist eine der größten Kältebrücken tatsächlich mit. Und um die einfach, da sieht man auch nochmal drei Knöpfe, um die einfach zu minimieren, wenn nicht sogar auszuschließen, dafür gibt es dann diese Matte. Hier habt ihr die Steuerung für eure Hubstützenanlage und ansonsten hier das Multifunktionslederlenkrad, hier euren Gangwallhebel, der Start-Stopp-Automatik. Upsa, hier habt ihr auch nochmal Schalterchen, seht ihr selber. Unter anderem, das ist eines der schönsten Schalterchen für jeden Camper, glaube ich. So, dann haben wir hier die SOS-Taste und so weiter. Das kennt ihr alles, das M-Box-System. Gucken wir mal hier eine Etage höher. So, hier habt ihr nochmal schönes Krüngelfach mit Cupholder. Hier habt ihr ein Krüngelfach mit USB, USB-C, Lüfter. Wieder ein Cupholder, noch ein Krüngelfach. Hier schön Lautsprecher, hier, das ist wirklich schön integriert. Das hat man bei Kabel wirklich gut gelöst. Dann habt ihr hier eure Sonnenblende und hier dann die Verdunklung. Auch hier in der Beifahrerseite das schön gelöst. Viele große Fächer. Dort habt ihr euer induktives Ihr wisst, was ich meine. Hier haben wir mal das Fenster aufgemacht für den Beifahrer. Zack. So. Intuitiver Mechanismus, finde ich gut. Hier auch nochmal ein kleiner Cupholder. Ein Fach, das ist gut. Hier haben wir LED-Leseleuchten auf beiden Seiten. Dann seht ihr hier die Fächer. Jede Menge Platz für Kleinkram, Portemonnaie, Schlüssel, Telefon. Dann gucken wir uns mal den Baldachin vom Hubbett an. Finde ich auch schick. Ist ja wie so ein, ja, sehr angenehm, schon fast nach Leder aussehender Stoff. Gefällt mir gut. Hier, das ist beheizt bei Kabe. Ebenfalls bezüglich der Kältebrücke aus dem Fahrerraum. Also viel besser werdet ihr es kaum irgendwo finden. Dann habt ihr hier die Sitze. Ihr seht schon, die Löcher lassen es erahnen. Mit Belüftung, das ist schon wirklich die Luxusvariante. Gucken wir mal hier die ganzen Einstellmöglichkeiten. Da haben wir sie. So. Da kann ich aber nachher auch nochmal von außen machen. Ja, richtig schick. Und dann kommen wir mal zum. Hier sieht man übrigens noch mal von hinten bezüglich Belüftung, was ich eben gesagt habe. Ja, hier habt ihr noch mal eine kleine Sitzbank. Sehr schön, dann wie man das hier bei Kabe kennt, mit den Vorhängen und den über, ich weiß nicht, wie nennt man das? Auch hier noch mal Leseleuchten. Hier oben jetzt kein Platz für
So, aber was ist hier drunter? Die Kenner wissen es, ich zeige es euch, aber oben, hier kommt nämlich euer Fernseher rein. Den zieht er dann hier unten runter. Ja, so, da wäre er dran. So, zack. Da sind eure Anschlüsse dafür, 230 Volt, 12 Volt und das Antennengabel. Machen wir hier mal wieder zu. Ihr habt da auch noch ein bisschen Platz, da könnt ihr vielleicht während der Fahrt die Fernbedienungen hinlegen. Auch hier, das ist schön matt, da hat man dann nicht so das Problem mit den Fingertatzen. Das gefällt mir gut. Hier noch ein Lautsprecher vom Kabel Sound System. Hier drüben haben wir auch schon mal offen. Ja, so hier richtig schön. So, richtig schön Rüttelkanten. Und ihr seht auch da hinten alles schön mit Stoff hinter verkleidet. Und das ist auch, das ist wirklich gut. Man braucht im Fahrzeug ja immer was, was auch Feuchtigkeit aufnimmt und wieder abgibt. Und das ist hier wirklich sehr gut gelöst. Ach, jetzt kommt hier wieder mein innerer Monk. Ich muss die Gardinen wieder ein bisschen. Natürlich alle zu öffnen, alle mit Verdunklungsrollo, kein Plissee und Fliegengitter. Auch hier schön hinterleuchtet. Gefällt sehr gut. Die Sitzbank, Leder, auch hier mit Armlehnen. Ihr seht schon, zweimal. Wenn man dann das Polster wegnimmt, erfahrungsgemäß kann man die Gurte dann auch verschwinden lassen. Wir gehen mal eine Etage tiefer. Da seht ihr schon, könnt ihr hier wegbauen. Und dann hat auch der hintere Platz. Und hier kann man auch noch ein bisschen verstellen. Das ist richtig gut. Auch hier Auslässe für die Heizung. Und jetzt können wir hier mal schnell drunter gucken. Da habt ihr nämlich nochmal einen Notfallsitz, den ihr hier bauen könnt, damit hier auch noch Wärme fahren kann. Sehr schön. Was haben wir noch? Das Hubbett. Ich fahre es jetzt nur mal in Ansätzen runter. Ich baue jetzt nicht alles um. Aber ihr seht, ziemlich leise und ziemlich zügig. So, und dann gucken wir uns das gleich mal an. Ich fahre es jetzt mal so weit runter, wie es geht mit den aufgestellten Rückenlehnen. Zack. So. Hier vorne auch schön mit weißem Leder. Gefällt mir gut. Die Matratze, na, auch doch ziemlich dick. Ihr seht, ein Froli-System drunter. Also, jetzt nicht Froli, aber ein punktelastisches. Hier euer Rausfallschutz. Dann habt ihr hier die Vorhänge zum Verdunkeln. Dort ein Schalter zum Lampen ausmachen. Habt da nochmal Fächer integriert. Das finde ich richtig gut. So, haben wir hier an den Seiten noch was? Nee, aber auf der anderen Seite ist was. Upsa. So, was haben wir denn da? Da haben wir einmal 230 Volt und das würde ich sagen, ist eine Doppel-USB. Das ist gut. Das ist hier auch schon mit Stoff leicht aufgepolstert, also aufgeschäumt und Stoff drüber, wegen der Feuchtigkeit. Sehr schön. So, dann habt ihr hier natürlich nochmal die Spots. Ich mache mal in der Zeit das Hubbett wieder hoch. Oder generell hier rum die Spots als Beleuchtung. Auch hier wieder in diesem kleinen Ansatzstück vom 7050 Heki. Das natürlich mit Fliegengitter und Verdunklungsrollo zum Öffnen. Selbstverständlich, selbsterklärend. Dann haben wir noch eine kleine Vitrine. Hier könnt ihr eure Sektflöten oder Whiskygläser, Cola-Gläser, Biergläser, was auch immer reinpacken. Sehr schön. Auch das natürlich beleuchtet. Hier drüben noch eine Leselampe. Und ich würde sagen, das war's im Wohnbereich. Geht's in die Küche. So, dann müssen wir nochmal, das habe ich nämlich eben vergessen, Asche auf mein Haupt. Der ist so unscheinbar. Euer kleiner Kleiderschrank. Mit dem Upsa, alter Ausgleichsbehälter, euer Router, da nochmal ein Lüfterpilz, hier dann die serienmäßige DVB-T-Antenne, da unten das Bedienpanel der alten Heizung. Warum ist das da so versteckt? Ganz einfach, man braucht es nicht, weil ihr die Heizung eigentlich über das Kabel-Tometic-Panel bedient, aber alte schreibt halt vor, dass es verbaut werden muss. So, und jetzt wie angekündigt zur Küche. Fangen wir mal hier an. Backofen, Grill, gell? Dann habt ihr einen von beiden Seiten zu öffnenden Kühlschrank. Sowohl am wirklich sehr großen Gefrierfach.
Da passt locker die große Eisdose rein. Als auch, wenn man in der Küche arbeitet, macht die Seite tatsächlich wirklich Sinn. Finde ich cool. Richtig schön Platz. Und wenn man einfach nur mal von der Dinette aus sich was zu trinken holen will, macht man es einfach so rum auf. Mittlerweile eigentlich Standard im Großen und Ganzen. Darunter nochmal eine schöne große Schublade. Sehr schön. Gut, drehen wir uns mal um in die Küche. Da sehen wir schon hier schön drei Spots begleitet im Lichteinfall von der 4040 Heki-Luke. Oh Gott, Deutsch ist heute wieder schwer. Ihr habt da richtig schön Platz. Hier, die Kenner wissen, was da drunter ist. Ihr habt da erstmal eine 230 Volt Dose und hier tatsächlich, ihr habt eine Dunstabzugshaube. Und hier wird nicht einfach nur im Filter gefangen, sondern es wird wirklich nach außen geblasen. Sehr gut gelöst. Super Kabel. So, dann gucken wir mal in das Fach noch rein. Auch hier könnt ihr noch Teller und so weiter reinstellen. Genügend Platz. So, Etage tiefer. Hier seht ihr schön das kleine Fenster. Auch hier natürlich mit Verdunklungsrollo. Lässt sich dann auch schön abwischen, wenn mal Spritzer dran sind. Und natürlich dem, wo ist es da? Fliegengitter. Hier auch schön pflegeleicht und schön indirekte Beleuchtung, ebenso hier Spritzschutz. Dann euer Drei-Flammen-Herd mit elektrischer Piezo-Zündung. Könnt ihr hier schon rausnehmen, ausputzen, sehr pflegeleicht. Und wenn ihr eben einfach mal nur eine Flamme braucht, ja, dann lasst ihr zwei einfach abgedeckt. Oh, das schon mal sehr schön. Die Arbeitsplatte hier passt sehr gut rein ins Gesamtkonzept, finde ich. Machen wir mal die Abdeckung ab hier. So, euer Waschbecken, ausreichende Größe mit einem tollen Wasserhahn. Zack, könnt ihr schön spülen. Finde ich gut gelöst, auch hier Metall, kein billiges Plastik. Sehr gut. So, dann außen Schubladen. Schubladen sind immer gut. Eure Besteckschublade. Ah, da werden die Jungs vom PGS wissen, wo es hingehört. Genügend Platz für alle Löffel, Gabeln etc. Hier auch nochmal schön Platz. Und hier euer Kabelmülltrennsystem. Hier noch schön mit Platz für die Mülltüten. Das finde ich gut. Dann kommen wir hier in die Seite rein. Machen wir mal auf. Seht ihr schon die Gasabsperrhähne. Und auch nochmal Platz für Öl und Milchtüten. Keine Ahnung was. Gewürze. Da ist eure Fantasie frei Lauf gelassen, was ihr da reinpackt. So. Dann haben wir hier eine schöne große Schublade für Töpfe. Da habt ihr eure ganzen Begleitmatten drin. Und dann haben wir hier nochmal eine Schublade, auch mit jeden Mengen Krimskrams und Zubehörteilen. Das gefällt mir sehr gut. Ja, würde ich sagen, auf zum Sanitärbereich. Tschakka. Und ihr seht schon, die Toilettentür, die kann man zum Wohnbereich schließen. Gerade wenn man mal Besuch hat, es muss nicht jeder hier in den Badbereich und ins Schlafzimmer gucken. Fangen wir mal hier an. Und zwar unten, ihr habt eure Cinderella-Verbrennungstoilette. Gibt es auch genug Videos, wo erklärt wird, wie das funktioniert. Euer Klorollenhalter, Blindstopfen, Licht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, taghell, sehr schön. So, dann machen wir mal hier auf. Hier kann man, glaube ich, euer Dometic Smart, die hier verbaut, schön wartungsfreundlich die Zugänge. Hier kann man noch schön Reinigungsmittel hinstellen. So, auch hier nochmal schön Platz für Deo, was auch immer, Toilettenpapierrollen. Das Waschbecken, hier feiere ich ja tatsächlich den Stipsel, ist gut, Plastik. Euer temperierter Handtuchtrockner. So, dann hier auch nochmal schön Platz. Finde ich gut hier mit diesen Relings. Hier oben auch nochmal für den Föhn oder den E-Rasierer 230 Volt. So, und das war der Herrenschrank und hier ist der Damenschrank. An die Damen. Sorry, wenn ich mich da ein bisschen lustig mache, aber wer kennt es nicht? Die Damen haben halt ein bisschen mehr, brauchen ein bisschen mehr und das ist ja auch gut so. Wir Männer mögen das ja, wenn die Frauen sich schick machen. Eine 40-40 Luke mit Verdunklungsrollo und Fliegengitter. Hier habt ihr eure Dometic Fresh Jet Standklimaanlage untergebracht.
finde ich eigentlich gar nicht mal so unklug gelöst, hier hinten im Schlafbereich. Denn hier vorne hat man ausreichend Belüftungsmöglichkeiten und notfalls, wenn die Tür zu ist, dann kühlt das aber vorne mit. Aber ich möchte ja eigentlich auch nicht in Hitze schlafen, dazu kommen wir aber später. So, jetzt sind wir erstmal bei der Dusche. So, groß die genauen Daten der Dusche, dann in Zahlen, Daten, Fakten. Ich werde noch alles vermessen vorher, aber ihr habt hier jede Menge Platz. Ihr habt da eure Seifenhalter oder Duschgelhalter, euren Pfannenwender als Duschbrause an, aus. Das ist alles sehr schön, sehr viel Platz. Ein Auslass sehen wir da unten und hier nochmal ein Lüfterpilz. Zack, sehr schön. Und dann machen wir hier mal wieder zu. So, und dann habt ihr hier so schön eine Silikonsperre, damit ihr während der Fahrt das zuhaben könnt und das nicht hin und her wickelt. Und dann kommen wir zum Schlafraum. So, das große Queensbett. Fangen wir mal unten an, weil hier stehen wir einmal. Dann habt ihr einmal eure, ich muss mal Pipi machen nachts und nicht auf die Nase fallen Licht. Dann habt ihr hier eine richtig große Schublade. Da passt schon einiges rein. Dito. Hier habt ihr euren Verschlussmechanismus. Ups, Entschuldigung, ich habe ein bisschen zu tief gehalten. Auch hier habt ihr nochmal schön die Beleuchtung. Das gefällt mir gut. Hier hinter auch Konvektoren der Alderheizung. Lichtsteuersystem, Anschlüsse für einen zweiten Fernseher, der hier montiert wird. Dann Fenster, seht ihr schon schön. Auch hier oben kann man nochmal Kleinigkeiten hinlegen. Entweder stellt man sich hier ein Büchlein hin oder Stifte oder was auch immer. Man muss es nicht nutzen, man kann es aber nutzen. Hier eine schöne lange Schublade im Nachtschrank. Das Ganze natürlich auf beiden Seiten. 230 Volt. Dann hier der erste Kühlschrank. Kühlschrank, Kleiderschrank. Ich erzähle aber heute auch einen Käse. Eieieiei. So, dann huschen wir mal auf die andere Seite. Ihr wollt ja mal alles sehen. Auch hier, ihr seht die Schublade und da die Steckdose. Und auch hier ein Kleiderschrank. So, ebenfalls hier die kleinen, weiß ich, seht ihr das hier? Das ist wirklich nicht viel, aber manchmal hat man ja so Kleinkrams, ne? So, dann machen wir mal über dem Bett auf. Ich mache jetzt mal nur zwei auf. Da seht ihr auch schön Platz. Hier, wie man das von Kave kennt, schön abgepolstert, das Kopfteil. Jetzt hätte ich mich fast auf die Nase gelegt. Euer Bewegungsmelder. Und hier habt ihr nochmal ein Fach, da könnt ihr euer Handy reinlegen mit Doppel-USB, Lautsprecher, Leselampen. Hier auch nochmal USB. Ja, also könnt ihr schön steuern. Temperaturfühler. Auch da das Fach ebenfalls mit Doppel-USB. Ihr wollt gar nicht sehen, wie ich hier gerade liege. Aber so, hier auch schön mit Stoff bespannt. Hier habt ihr von Kabel verbaut den Ventilator. Das ist ein ähnliches Prinzip wie der Maxfan. Auch hier könnt ihr verdunkeln. Fliegengitter braucht er nicht, hat er integriert. Ups, Entschuldigung, wenn man mal genau hinguckt, da ist es. Und hier, ihr seht, ihr könnt Luft rauslassen, sowie auch reinblasen. Sehr schön. Hier Licht und nochmal ein Lüfterpilz. Und hier oben euer Gaswarmer. Ach Gott. Und ihr habt hier, jetzt muss ich mal gucken, wie war denn das Patent? Ah, so war das, genau. Könnt ihr hier natürlich den Schlafbereich abtrennen. So, läuft mit Magnet. Gucken, falle ich nirgendwo? Nein, keine Stufe. Könnt ihr das schön abtrennen? Also ihr müsst nicht unbedingt die Tür zumachen. Ihr könnt auch einfach diesen Vorhang nehmen. Dann ist das der Sanitärbereich frei zugänglich sichtbar, aber der Schlafbereich nicht. So, schön. Da habt ihr nochmal ein Zusatzpolster. Das hier, die Isomatte, was ich euch gesagt habe, für den Fahrgastraum vorne. Und da schön das Kissenpaket. Hier eure Tagesdecke. Und wenn ihr mal runter gucken wollt, dicke Matratze plus Topper, Lattenrost und
Hier kann man nichts mehr machen. Sehr schön. Gut. So, das machen wir mal wieder schön. Schwenken wir noch mal durch. Schickes Auto. Und Platz ohne Ende. Und dann würde ich sagen, kommen wir zu Zahlen, Daten und Fakten. Ja, Cabe Travel Master Imperial i860 LQB in der Tandem-Variante. Modelljahr 24. Das Polster Baltimore. Ihr habt ein fahrbereites Gewicht von 4.791 Kilo an ein zulässiges Gesamtgewicht von 5,5 Tonnen. Ihr habt eine Länge von 8,82 Meter, eine Breite von 2,33 Meter, eine Höhe von 3,07 Meter. Das Ganze mit 170 PS Diesel als Automatik. Dann, was haben wir hier? Das hatte man. Ihr habt eine Stehhöhe hier von 1,96 Meter. Die Dusche habt ihr eine Tiefe von 70 cm, eine Breite von 87 cm und eine Stehhöhe von 1,95 m. Das ist sehr stattlich, muss ich wirklich sagen. Euer Queensbett hat die Maße 2 Meter x 1,40 m und das Hubbett immer noch 1,95 m x 1,30 m. So. Als Sonderausstattung habt ihr Alde Flow, Beleuchtung an der Markise, 2x 150 Amperestunden Lithium anstelle AGM-Batterien, einen fünften Platz mit Sicherheitsgurt, haben wir da gesehen, die kleine Sitzbank, Vorhang am Hubbett hinten habt ihr, dann eine externe Antenne für den Router, ihr habt Duo-Control-Crash-Sensor mit ISX und Umschaltautomatik, ihr habt den Außengasanschluss, ihr habt den herausnehmbaren Teppich, ihr habt den elektrischen Handtuchtrockner mit Timer, die elektrische 5,5 Meter Markise habt ihr, dann habt ihr Smarty Remote, dann habt ihr Sitzheizung und Kühlung für Fahrer- und Beifahrersitz, Spritzschutz hinten, Cinderella Verbrennungstoilette, Holzboden in der Dusche, alte AquaClear UVC und die elektrische Trittstufe an der Fahrertür. Ihr habt hier einen Fahrzeuggrundpreis von 241.800, Sonderausstattung im Wert von 22.140 Euro. Damit habt ihr einen Gesamtpreis inklusive der Sonderausstattung von 263.940 Euro. Nun lässt sich PGS ja nicht lumpen und gibt euch hier auf dieses gezeigte Fahrzeug einen Aktionsrabatt von 24.000 und 40 Euro. Das heißt, ihr seid schon unter dem Grundpreis. Denn, da haben wir gesagt, 241.800. Das Fahrzeug, so wie ihr es hier gesehen habt, bekommt ihr für 239.900 Euro. Das ist doch meine Ansage. Zum Fazit, ihr Lieben. Ja, das Fazit. Es ist ein Cabe. Er gefällt mir von innen sehr gut. Ist natürlich ein ganz schönes Schlachtschiff. Aber sagen wir es mal so, Platzmangel werdet ihr hier im Urlaub nicht haben. Ist schön groß. Separate Dusche gefällt mir cool. gefällt mir gut. Das Bett kann vielleicht ein Tucken breiter sein. Ich habe auch schon Autos gefilmt. Da sind wir bei rund 1,50 Meter. Das sind immerhin noch mal 10 cm. Aber 1,40 Meter, hey, man hat Urlaub. Ne? Die große Kuschelwiese, die kann man sich zu Hause hinstellen. Das geht in Ordnung, meiner Meinung nach. Die Küche absolut ausreichend für genügend Lüftung und Fenster und Licht ist gesorgt. Das Ambiente-Lichtkonzept finde ich sehr gelungen hier von Cabe. Und ansonsten, ja, sehr bequem hier. Die Dinette gefällt mir gut. Und ja, schreibt mal in die Kommentare. Wie findet ihr das Fahrzeug? Was sagt ihr zu solchen Knallern auf drei Achsen, 5,5 Tonnen, über 200.000 Euro. Wäre das was für euch? Schreibt mal, würde mich interessieren. Ansonsten würde ich mich über ein Abo freuen und über ein Like. Für euch beides kostenlos, für mich aber nicht umsonst, denn das hilft dem Algorithmus, damit wir noch mehr gesehen werden. Und ja, ansonsten würde ich sagen, das war's zum Cabe Travel Master Imperial i860 LQB. Passt auf euch auf, habt eine schöne Zeit
Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es das nächste Mal ist. Herzlich willkommen auf Lebenszeit TV. Ich bin euer Andi und ich bin jetzt raus. Ciao.